Mehr als 130 Nachwuchsjournalisten trafen sich am 26. Oktober in der Frieda 23 zum Schülerzeitungskongress. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Veranstaltung online stattfand, hatten die Schüler dieses Jahr wieder die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen diesmal in der Präsenz zu erweitern. Sie wurden für diesen Tag von der Schule freigestellt. Bei ihrer Ankunft um 9 Uhr wurden sie vom sogenannten Staff herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Von Workshops, Austauschrunden und einem Blick hinter die Kulissen von Redaktion Inside war für die jungen Journalisten bis 15.30 Uhr alles dabei. Schüler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern sowie ihre betreuenden Lehrer wurden von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung und dem Institut für neue Medien eingeladen. Frieda 23 und Liz arbeiten gemeinsam an der Förderung von Medienkompetenz und kreativem Ausdruck. Der Kongress wird aus Projektmitteln und vom Förderverein MV finanziert. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Fake News auch haben und wo so viel dementsprechend Falschmeldungen auch durch die Welt gehen, ist es umso wichtiger, dass wir die jungen Leute einfangen, ihnen sagen, das ist gar nicht so oder so sieht es überhaupt aus. Und mit der Schülerzeitung können sie politische Teilhabe erlangen und dementsprechend wollen wir mit diesem Kongress einfach unterstützen, dass sie insgesamt sich viel mehr in diesem medialen Raum bewegen und dazu gehört Journalismus auf jeden Fall dazu. Eine große Auswahl an Workshops stand am Nachmittag auf dem Programm, von Fotografie über Trickfilm und Animation bis hin zur Faszination Influencer und Behind the Scenes. Der Kongress soll den Schülern einen Einblick geben, wie eine Schülerzeitung aussehen kann. Hier bestand die Möglichkeit, sich Unterstützung, Motivation und Tipps zu holen. Auch Lehrer und Eltern waren auf dem Kongress herzlich eingeladen. Auch einige Schüler haben ihr Wissen weitergegeben. Das innerstädtische Gymnasium aus Rostock hat durch ein Team der 11. Klasse einen Einblick in ihre Zeitung mit dem Namen Innenhof gegeben. Es gibt sie nun schon seit 2 Jahren. Mit der Zeit wuchs das Verständnis füreinander. Das Thema ihres angebotenen Workshops war Ideenfindung. In unserem Kurs geht es darum, den Schülern verschiedene Methoden zu zeigen, wie sie auf neue Ideen kommen können für ihr Schülermagazin. Und da haben wir uns verschiedene Wege überlegt, wie sie halt ihre Interessen und so ins Schülermagazin bringen können und ihre eigenen Vorteile und sowas nutzen können, um eine gute Schülerzeitung zu erstellen. Vielen Schülern macht es einfach Spaß, sich journalistisch zu betätigen und darüber zu informieren. Unsere Schülerzeitung heißt Skorpion und wir gehen in die Werkstattschule in Rostock. Ja, unsere Schülerzeitung war am Anfang so ein bisschen, war jetzt nicht so der Kracher und dann haben wir immer mehr gemacht, ja. Und ihr seid hier, warum? Wir wollen mehr für die Schülerzeitung lernen, dass wir mehr mit rein einbauen können, was wir hier heute gelernt haben. Ja. Die Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist auf den ersten Blick unterbesetzt. Doch wer genau hinschaut, findet eine bunte, vielfältige Zeitungskultur an den Schulen. Und vielleicht entscheidet sich ja der ein oder andere auch für eine Zukunft in der Medienbranche. Inspirationen konnten die Schüler aus dem Kongress zu Genüge sammeln.